Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mousecraft. Ja, ich wollte eigentlich zwei Folgen hintereinander aufnehmen, aber irgendwie ist mir dann das Spiel ja, abgestürzt, als ich raustappen wollte und einfach nur mal eben die Aufnahme beenden wollte. Ich hoffe, dass alles drin ist. Ja, soweit sieht das aber gut aus. Wir sind bei Level 12, ja, beziehungsweise bei 11 haben wir beendet und bei Level 12 müssen wir jetzt weitermachen. Oh mein Gott. Oh, die können auch noch da hochspringen. Ah! Oh nein! Ihr wollt mich veräppeln. Kann man die irgendwie, kann man die platt machen? So. Oh! Man kann die wirklich platt machen. Okay, aber scheiße, jetzt kommen wir. Ah, nee, Moment, wir haben noch eins. Okay. Aber das sind zwei. Moment, das geht nicht. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Moment. Halten Sie sich. Halten Sie. Was mit Blöcken zerstören, blockieren, verhalten sich wie Mäuse. Ja, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Okay, wir starten mal das Level neu. So, Moment. Ach so, da haben wir zwei von. Das habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, theoretisch können wir das so machen. Und so. Das ist doch perfekt, oder? Nee, ist nicht perfekt. Da oben. Ich will das Blaue auch haben. Och Mann. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Achso, Moment. Wir müssen das nochmal von vorne machen. Oder? Also wir könnten theoretisch den Block da oben hinlegen, aber da müsste tatsächlich das Timing so gut sein, dass der nicht nach oben gesprungen kommt. Also würde mir das jetzt aktuell gar nichts bringen. Wir können das mal kurz ausprobieren. Einfach nur mal Interesse halber. Zack. Zack. Ich weiß nur nicht, wann jetzt das perfekte Timing ist. Die Mäuse loszulassen. Wahrscheinlich. Ach so, der kommt da gar nicht durch. Nein! Oh, jetzt hat er das nach links gelegt, nicht dahin, wo ich das hinlegen wollte. Nein, jetzt haben sie alles eingesammelt, aber die Maus geht kaputt. Passabel, ja super. Ich wollte den noch eins weiter nach rechts legen. Warum hat das nicht funktioniert? Weil der dann runterfallen würde oder wieso? Ah, das ist doch doof. Ja, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Ihr wisst aber, wie ich das vorhatte. Das ist schon mal. Oh mein Gott, die kommen da oben raus. Ich habe zwei von denen. Wo muss ich denn überhaupt? Ach so, ich muss nach links. Okay. Die kommen da nicht mehr hoch, wenn ich das so mache. Wenn ich das so mache, aber schon, dann kommen die da hoch. Drei dürfen die ja fallen. Wenn der jetzt noch hier drin ist. Ach nee, ich will ja das da oben eigentlich haben. Also muss ich das so machen. Jetzt geht rein, ihr doofen Viecher. Und zwar schnell. Ich hoffe, das bleibt da noch stehen. Los, 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 los. Quetschen kann ich den ja. So. Das sind doch drei, die fallen, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Das wäre dann das erste mit Gegnern, wo es funktioniert. Ja. Yes. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er wollte mich doch verarschen. So, jetzt oute ich mich mal als. Ich habe nur noch Matsch in der Birne heute. Ich krieg nichts. Ich kann die nur wegballern, ja? Aber ich kann. Nee, ich kann die gar nicht wegballern. Moment. Die Mäuse kommen hier raus, gehen dann dahin, werden blockiert. Dann muss ich das erste wegballern. Wenn ich das aber wegballer,
Geil, was ich wegballer? Ich brauche ein... Ach, Moment, wenn ich das wegmache, dann geht das runter, oder? Das können wir machen. Das können wir machen. Moment. So, dann nehme ich die, baller das weg. Dann fällt das runter. Dann habe ich die anderen beiden auch. Die müssen nach hier unten. Die dürfen aber nicht mehr als drei fallen. Das heißt, ich baller das weg. Ach so, kann ich jetzt gar nicht. Ich baller das weg. Dann kommen die da nicht hoch. Die kommt hier nicht runter. Und die würden hier drei fallen, wenn die denn links drauf wären. Ich habe nämlich nur eine. Komm, lauf mit rüber, lauf mit rüber, lauf mit rüber. Yes! Aber ich habe leider links das jetzt nicht nehmen können. Ah! Ich hasse euch. Ja. Ich bin am Überlegen, ob wir das jetzt noch hinkriegen könnten, wenn wir das nochmal wiederholen würden. Mit einem könnten wir das noch wegballern. Dann wäre der hier unten auf jeden Fall kaputt, weil das runterkommen würde. Die Frage ist nur, die kommen dann ja nicht links hoch. Ich probiere das nochmal aus. Ich probiere das mal eben aus. Weil mich reizt das. Ich würde halt gerne alle haben. Und ich würde euch das natürlich auch gerne zeigen, wie man alle bekommt. Die Frage ist nur, kriege ich das hin? Die muss erstmal runterspringen. So. Wenn ich die jetzt wegballer, dann kommen die an diese ran. Das wäre gut. Und ich denke, das muss ich... Nee, das muss ich nicht. Wenn ich die wegballer, dann wird alles einmal runtergesetzt. So. Dann ist die sogar komplett weg. Die gehen jetzt nach links. So. Wenn wir die noch holen, haben wir drei Stück. Das heißt, dass wir die wegballern, damit die da unten reinkommen. Und dann haben wir noch zwei Stück, die wir wegmachen müssten. Die Frage ist nur, dann brauchen wir das richtige Timing, denke ich mal. So, dass wir einmal, weil ich muss die beiden hier wegmachen, weil sonst geht das hier nicht. Oder, Moment, wenn ich das wegmache, dann geht das zwei runter. Es wäre jetzt Risiko. Moment, das ist drei hoch. Eins, zwei, drei. Das würde aber alles blockieren. Würde aber theoretisch gehen, weil dann würden die zwei Blöcke runtergehen. Ich kriege ja noch einen dazu. Die kommen da hoch. Und unten, das ist nur eins. Genau, die müssten aber jetzt erstmal alle darüber. Die haben ja gesagt, den Mäusen passiert nichts. Also mache ich jetzt, das sind zwei, das ist eins. Mache ich das hier weg? Ja, das ist doch perfekt. Ey, manchmal kann ich sowas. Manchmal. Ich habe heute auch schon Kaffee getrunken. Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Ich denke ja auch immer, ich oute mich dann hier als total bescheuert, wenn ich sowas dann nicht hinkriege. Aber ich bin, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ich bin so eine kleine Perfektionistin. Ich möchte dann auch tatsächlich alles haben, was man hier freischalten kann und euch natürlich auch alles zeigen in dem Level. Gut, die kaputt zu kriegen ist jetzt nicht das Problem. Die müssen nach unten links.
Das heißt, theoretischerweise könnte ich. Ach so, Moment, wie viele Bomben? Ich muss erst nach oben bauen. Ah, das ist ja doof. Ich muss erst. Aber versaut mir dann das, was ich eigentlich machen wollte. Ich muss erst nach oben. Aber die gehen kaputt, wenn die da runterfliegen, oder? Das sind doch 1, 2, 3. Also theoretischerweise, Moment, ich probiere das mal eben aus. Theoretischerweise, wenn ich das hier kaputt mache, müssten die doch kaputt gehen, weil die sich wie Mäuse verhalten. Das sind doch 4 hoch. Genau. Ja, ist doch perfekt. Dann machen wir das so, dass wir oben alles bekommen. Dann können die hier runter, aber dann bekommen wir das hier. Ach so, wir können nicht beides kriegen. Moment, wenn wir da jetzt 2 hochbauen, dann sind das 4. Das ist. Oder ich muss hier nochmal. Wenn ich da. Nee, dann kriegen die das aber nicht. Die müssen da durchlaufen, oder? Moment, wenn ich das hochbaue, ist es zu hoch. Weil das hätte ich sonst hier gesagt, dass sie da nicht runterfallen. Aber das Problem ist halt. Ich kann noch eins machen. Wenn die aber jetzt da runterfallen, dann dürfen die nur bis zu. Ja, doch, das würde doch passen. Nein! Och, da wollte ich den doch gar nicht hinhaben. Hallo? Nee, das muss ich jetzt nochmal neu starten. Also tut mir leid, weil da habe ich den nicht hingesetzt. So, nochmal. Die kaputt. Springt jetzt in den Tod. Los. Oder kann ich hier nicht bauen, weil er hier dieses Rad ist? Das kann doch nicht sein, oder? So, das hatte ich so. Das wollte ich nach ganz rechts machen. Wieso hat er das nicht gemacht eben? So. Ach nein! Obwohl, ich kann die noch kaputt machen. Aber dann gehen die ja nicht hoch. Scheiße. Ich muss eine Maus haben, die da hochgeht. Ah nee, die fallen runter. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Nee, ich habe nur eine Bombe. Ich bekomme ein. Also die laufen hoch, laufen hier runter, das ist alles okay. Ich bekomme eine neue Bombe. Wenn ich die natürlich hier oben benutze, dann ist das scheiße. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Dann hätte ich das hier eigentlich machen müssen. Ah, ich muss es nochmal neu starten. Es tut mir leid, Leute. Oh, ich habe es gut gedacht, aber ich habe es mit dem Falschen gemacht. Das hört sich seltsam an, aber egal. So, ihr geht jetzt erstmal kaputt. So. Das ist richtig. Das muss ich nach da oben hinbauen. Da muss ich aber das hier hinbauen, damit die nicht zu tief fallen. Und. Ach so, das kann ich gar nicht anders bauen. Das hätte ich so bauen müssen. Moment, Moment. Rausschneiden, rausschneiden. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe es jetzt, glaube ich, endlich verstanden. Okay, also normalerweise müssten die das mitnehmen, wenn die da hochhüpfen. Hoffe ich zumindest. So, wenn ich das hier hinstelle, dann müssen die ja da hochhüpfen. Und ich hoffe inständig, dass die das mitnehmen und nicht nur das. So, dann kann man nämlich das hier unten hinstellen, sodass die dann nicht zu tief fallen und sodass die von rechts auf jeden Fall rumkommen. Und das soll den Sturz abfedern. So. Dann brauchen wir jetzt eine, die erstmal darüber hüpft. Ich hoffe, die nimmt jetzt da oben das Ding mit, weil sonst sind wir im Eimer. Okay, perfekt. Dann muss ich warten, bis die Maus etwas weiter ist, damit die da nämlich nicht runterknallt. So. Dann mache ich das kaputt. Die wird jetzt 2 tief fallen, hoffe ich. Ja, okay, perfekt.
Die dreht sich direkt schon mal in die richtige Richtung. Okay, jetzt habe ich's. Oh, ich habe doch gesagt, die anderen werden länger dauern. Was ist das denn? Jelly Brick. Unlock Jelly Brick Feature. Gummiblock. Federt Stürze der Nager ab und verhindert Tod bei Sprüngen aus einer Höhe von über 3 Feldern. Oh, das ist gut. Keine Ahnung, ob ich das gut einsetzen kann, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Die Frage ist, Level 16. Level 16. Wie komme ich denn hier eigentlich jetzt wieder in die Übersicht? Gar nicht. Ich weiß nämlich jetzt nicht, bis wo das ging. Ich meine, es ging bis Level 18, aber ich bin mir nicht sicher. Feder die Mäuse mit Gummiblöcken ab. Achso, hier oben. Ja gut, das ist Gelee. Das ist kein Gummi, das ist Gelee. Aber die kommen dann hier rechts nicht hoch. Das ist doch doof. Also ich kann das explodieren lassen, dass der die beide hier nimmt. Das ist okay. Ach nee. Ah nee, ich hab... Doch, dann kriege ich eine zweite Bombe. Dann kriege ich eine zweite Bombe, sobald die durch ist. Hier wird eh blockiert und dann kann er das auf dem Rückweg nehmen. Ha! Ich hoffe, die springen jetzt nicht irgendwie noch Kilometer weit. Nee, okay. Also es ist nicht wie ein Trampolin oder so, sondern es ist... ja. So, es tut mir leid, ich muss euch den Boden unter den Füßen wegsprengen. Okay, perfekt. Ah, mein Gott. Aber es ist cool. Es ist einfach nur richtig, richtig geil gemacht, finde ich. Achso, jetzt könnte ich mal kurz gucken. Ich weiß, ich nerv euch jetzt damit. Das nächste wäre das letzte davon. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das angezeigt bekommen, wenn wir dann durch sind. Weil ich würde das gerne so ein bisschen, ne, dass wir das dann auch richtig haben. Oh mein Gott, Moment. Also hier müssen wir abfedern. Das ist okay. Aber was ist... Hallo? Was ist mit dem da oben? Ich würde das gerne haben. Also das wird automatisch mitgenommen. Aber was ist mit dem da oben? Man müsste... Wenn ich das wegbombe, wird das gedreht im Sturz? Das müsste man echt mal ausprobieren. Das kann... Achso, hier hinten ist auch noch was. Das kann ich so bauen, dass die hier hochkommen. Das ist nicht das Problem. Aber wie kriege ich das hin? Fällt das runter und blockiert das? Und das geht dann hier automatisch nach oben? Das ist jetzt die Frage. Ich probiere mal, ich lasse das Level mal laufen. Ich probiere das jetzt mal eben aus, weil ich kenne das jetzt natürlich gar nicht, wie die da reagieren. Das ist klar, die laufen erstmal, sind blockiert, laufen wieder zurück. Werden da dann dementsprechend auch blockiert, das ist soweit okay. So, jetzt die große Frage. Wenn ich das jetzt wegmache, wie verhält sich dieser Block oben? Der bleibt da hängen. Das heißt, ich könnte das bis nach hier oben machen, aber dann würde das hier unten... Dann hätte ich das später machen müssen. Dann hätte ich erst... Ach nee, das würde aber nicht gehen. Wenn ich da den... Ja doch, das würde schon gehen. Ich habe ja von Anfang an, habe ich ja einen... Dann müsste ich erst hier unten die Treppe bauen. Moment, das starten wir nochmal neu. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wie sich das hier oben verhält, muss ich jetzt sagen. Achso, das ist ein Vierer. Ja, stimmt. Da müsste das ja eigentlich auch so schon gehen, ne? Aber dann würde der da drüber hüpfen. Also ich hole erst links das Blaue. Theoretischerweise müsste ich dann das machen. Dann hüpfen die unten drüber. Mal gucken. Aber es ist... Also man muss wirklich drüber nachdenken. Und das finde ich echt cool. Ich liebe ja Rätselspiele. Und wie gesagt, ich liebe auch Indie-Spiele. Und die Grafik finde ich halt auch unheimlich geil und total süß.
Achso, Moment, die Maus muss aber noch weg hier. So, dann habe ich den Platz, das könnte ich dann hier hinstellen. Dann würden die Mäuse quasi hier rumgehen. So, die erste darf da rumgehen. So, das Problem ist jetzt, die müssen jetzt zurück. Das heißt, ich habe ja die Bombe. Ich lasse das explodieren. Der holt mir die zweite Bombe. Die gehen jetzt erstmal zurück. Ja, geht schön zurück. So. Dann mache ich jetzt hier die zweite Bombe hin. Das geht runter. Das setze ich nach da. Und dann müsste es eigentlich perfekt sein. Hoffe ich zumindest. Ja, super. Oh, das war jetzt wirklich. Aber man muss halt erstmal gucken, wie verhalten sich die Sachen, ne? Wenn ich jetzt weiterklicke, komme ich dann direkt ins nächste Level? Okay, ich komme ins nächste Level. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wäre dann Level 18. Kann ich hiermit zurück? Kann ich nicht. Na gut, okay. Also das wäre jetzt quasi schon das Zweite, was wir machen könnten. Deswegen möchte ich das jetzt noch nicht machen. Deswegen sage ich jetzt erstmal, wir machen hier einen kleinen Cut. Und ja, sehen die nächsten Folgen dann im. Nein, andersrum. Sehen die nächsten Level dann in der nächsten Folge. Hoppala, das wollte ich nicht. Ach, das kann ich? Ah, das brauche ich gar nicht auswählen. Kann ich direkt die rechte Maustaste drücken? Ich dachte, das war nur, um die zu benutzen. Ah, haben wir wieder was dazugelernt. Level 18. Ich wollte eigentlich erst aufhören, aber wir sind doch noch nicht ganz durch, habe ich dann gesehen. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen hier rein. Wir können einmal den Sturz abfedern, theoretisch. Also theoretisch könnten wir das hier so lassen, ohne dass die im Weg stehen. Wir haben eins, zwei Bomben. Holen wir uns die Bombe? Dann müssten wir hier eins höher bauen. Was wir nicht machen können, weil wir nun. Nee, doch, den können wir ja drehen. Also wir könnten theoretisch die Bombe holen. So, die Frage, brauchen wir die dann auch? Dann würden die hier runter. Dann bräuchten wir auf jeden Fall eine Bombe, damit die hier unten durchkommen. Dann würde das Ganze abgefedert werden. Dann könnte man das Ding holen. Die würden zurückgehen. Aber dann haben wir das Problem, das hier kommt ja nicht runter, ne? Also die hier kaputt zu machen, ist nicht das Problem. Aber wir haben halt nur zwei Bomben. Wenn ich die Bombe tatsächlich haben will. Wobei ich müsste die jetzt nicht unbedingt holen. Ich müsste halt nur die drei. Ach so, die drei Dinger holen hier. Dann müssten die eigentlich. Dann müsste ich warten, bis eine Maus hier rübergelaufen ist. Eine Bombe habe ich ja. Dann würden die hier runterfallen. Und unten könnte ich auf jeden Fall hochbauen. Auf dem Gelee können die ja auch laufen, ne? Müsste ich ja theoretisch dann daneben was bauen können. Das heißt, das Gelee mache ich noch nicht. Aber ich muss. Das ist auch wieder doof. Ich muss mit der Bombe warten, bis eine Maus hier ist. Ist doch doof. Weil die kann ich nur kaputt machen, wenn ich das vorher hier schon öffne. Wenn ich das aber vorher hier öffne, muss ich da auf jeden Fall den Vierer wieder drüber legen, wenn die erste Maus durch ist. Das heißt, die erste Bombe wäre dann schon weg. Ja gut, das könnte ich allerdings. Machen wir das erstmal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das gerade richtig mache, aber das können wir jetzt erstmal so. Ach so, dann habe ich aber die Bombe nicht für da oben. Das war jetzt doof.
Wenn ich hier hochbaue, dann nimmt der das, aber dann habe ich nichts mehr, um hier hochzubauen. Das ist das Problem. Ich meine, ich kann es jetzt mal machen, aber dann werde ich den hier unten auf jeden Fall nicht kriegen. Ich werde die jetzt erstmal rausholen. Weil das Problem ist halt, sonst sind die anderen Mäuse da ja im Weg. So, die ist jetzt unten. Das heißt, ich muss zwangsläufig das jetzt hier blockieren. Und den nach hier unten bauen. So, die Bombe haben sie jetzt geholt. Ach doch! Aber dann komme ich da nicht mehr hoch. Ah, scheiße. Okay, war schön gedacht. Aber jetzt hängen die Mäuse hier unten. Ist auch nicht so toll. ja, oder ich muss es halt wirklich so machen, dass ich das eine nicht kriege. Das ist halt blöd. Weil so kommen die auf jeden Fall nicht mehr. Ist halt doof. Bin ich ganz ehrlich. Also entweder kann ich was machen, dass die hier runterfallen. Eigentlich kann ich nur das machen, ne, dass das gefedert wird. Und dann benutze ich die Bombe. Oder ich. Ja, wenn ich das direkt wegmache, dann kriege ich die obere Bombe ja eh nicht. Könnte ich aber theoretisch machen. Also eigentlich ist es ja gehopst wie gesprungen. Also so oder so, ich bekomme eins nicht. Die gehen jetzt erstmal kaputt, wenn ich das mache. Was ist denn, wenn ich das. Wenn ich das davor mache, wird das nicht eingesammelt, ne? Wenn ich, also ich kann es machen, aber es wird wahrscheinlich dann nicht eingesammelt. Ich könnte da hochbauen bis zur Bombe, ja. Aber dann hätte ich halt wirklich nur noch diesen Vierer und dieses, was einen auffängt. Wenn ich das über dieses Auffängende mache, würde das gehen? Das ist jetzt die Frage, wenn ich das hochbaue. Also so. Und warte, bis die erste Maus dann da dran vorbei. Ach nee, dann muss ich ja hier aber auch das Ding wegmachen. Weil sonst kommen die hier nicht. Ja, so oder so, ich krieg das Blaue nicht. Ich könnte das noch. Könnte das noch so hinbauen, aber dann kriege ich es nicht nach links. Moment, wenn ich das so hinbaue, dann haben die vier runter, würden kaputt gehen. Ich könnte die aber erstmal auffangen, bis die alle hier unten sind. Aber andererseits kommen die dann so in die Ecke da rein. Ich bin mir nicht so sicher. Und theoretischerweise müsste ich das so, dann kommen die wieder nicht zu zweit hoch. Ja, das ist alles scheiße. Ich bin nicht ganz ehrlich. Also egal, was ich mache, ich kriege immer ein blaues nicht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir bauen jetzt einfach dieses Ding hier hin, damit die runterfallen können. Und danach baue ich dann einfach hier hoch. Mit dem hier. Das müsste dann ja funktionieren. Ja, es ist halt doof. Es ist wirklich doof. Ich würde gerne alle haben. Das kriege ich aber so nicht hin. Was kriege ich hin, wenn ich da. Moment, lauft mal alle rüber, bitte. Ja?
Ich habe da gerade so einen Gedanken. Moment. Ja, perfekt. Und ich sag nur, ich krieg das so nicht hin. Oh, geil. Habe ich es am Ende doch noch hingekriegt. Ah. Ach so, ja, können wir ein bisschen beschleunigen. Ah. Oh, super. Okay. Wir machen jetzt auf Gedeih und Verderben bis Level 20. Eine Bombe. Nee, wir haben noch keine Bombe. Wir können das einsammeln. Dann könnten wir theoretisch sofort das wegbomben. Das würde den Sturz auffangen. Die Sachen würden aber eingesammelt werden. Und dann würden wir das links hinsetzen. Oh, bin ich clever. Okay, Moment. Es müssen aber alle erstmal drüben sein. Ganz wichtig. So, ich hoffe, das war jetzt nicht schon zu spät. Das wegbomben. Ach nee, der kann ja wieder zurücklaufen, genau. Und das dann hier unten hinstellen. So. Jetzt braucht der eine nur ein bisschen länger, um dann da rumzukommen. Aber ist nicht schlimm. Es ist wie bei den Lemmingen, da musste man auch mal stundenlang warten. Die Bombe brauche ich noch... Ah nein! Halt, stopp! Scheiße. Ich habe gerade erst gesehen, dass da oben noch ein blaues war. Moment, kriegen wir das hin? Wenn wir die als erstes hier runter... Dann haben wir ja auch die Bombe. Dann lassen wir die hier runterknallen. Aber dann kommen die nicht an die andere Bombe ran. Lassen wir die hier runterknallen, wie ich das anhört. Oder wir müssen warten, bis eine Maus den Rückwärts... Ah ja, genau. Wir müssen warten, bis eine Maus den Rückwärtsgang gemacht hat. Also das können wir schon mal hinstellen. Moment, das will ich jetzt... Ich will das jetzt wissen. Ihr kennt mich. Ich will das wissen. So, eine Maus muss einen Rückwärtsgang antreten. So. Zack. Dann... muss ich erst das explodieren lassen, damit die andere Bombe geholt wird. Zack. Jetzt habe ich noch eine Bombe. Dann lassen wir das explodieren. Und dann holt ihr mir da das Blaue. Ha! Okay. Es hat geklappt. Sehr schön. Oh Gott. So, Level 20 machen wir jetzt noch eben. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert hier. Levels können länger als 15 Blöcke sein. Sieh dich mit rechts oder links. Ach so. Mit ASWD geht's? Nee, damit geht's nicht. Oh mein Gott. Ach so. Hä? Ach so, da oben. Ich wollte gerade sagen, wieso sind hier unten Gegner und da oben nicht? Oh. Ja, jetzt ist aber das Problem. Wenn wir das jetzt frei machen, dann gehen die nicht kaputt. Kann die höchstens durch eine Bombe kaputt kriegen, wenn ich die Teile runterfallen. Haben wir hier, wir haben noch, das müssen wir einsammeln. Und eins links müssen wir einsammeln. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall einmal hin und her laufen lassen. Moment, wir haben aber nur zwei Bomben. Nee, da hinten ist noch eine Bombe, wenn wir dann zurücklaufen lassen. Die gehen, ach so, die gehen aber gleichzeitig runter. Das ist doof. Da müssten wir quasi warten, bis hier oben eine Maus wieder zurückkommt. Um dann die... Oh, Moment. Hä? Da muss doch das Timing dann perfekt stimmen. Ich brauche doch jetzt eine Bombe. Oh
Wofür habe ich den Block? Habe ich den Block vielleicht, damit ich zur Not noch eins von denen kaputt machen kann? Weil das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich das hier wegmache. Ah nee, wir haben zwei Bomben. Wir haben zwei Bomben. Was rede ich denn für einen Quatsch? Dann mache ich das erstmal weg. So. Die müssen aber jetzt dummerweise beide hier rechts sein, bevor ich da was machen kann. Das ist jetzt das Problem, weil die eine. Oh, die brauchen. Boah, fahr ein bisschen schneller hier. Ja, ich wusste es. Ich habe zu lange oben gewartet, oder? Ich hätte nicht so lange, weil jetzt haben die ja den gleichen Abstand wieder. Ich hätte oben nicht so lange warten dürfen. Nee, ich muss das nochmal neu machen. Ich darf nicht so lange warten. Jetzt habe ich aber. Ach, wie dieses blöde Ding hat mich jetzt irritiert. Moment. Ja, mach das blöde Teil jetzt doch mal weg. Alter. Die müssen ungefähr gleich sein. Dann kann ich das hier. Kann ich das hier wegmachen? Die sind jetzt nicht ganz gleich. Oh, ich sehe hier nichts. Kann man das mal einer wegmachen? Ich sehe doch die Gegner nicht. So. Klatsch, die sind weg. Das Problem ist, dass die jetzt alle nach rechts gehen. Wenn ich denen jetzt eine Blockade mache, sodass die nach links wieder zurückgehen, dann kann ich die danach wegbomben. Ist richtig. So. Dann hole ich die jetzt raus. Die haben keinen Bock mehr, die gehen jetzt zurück. So, und dann bombe ich das weg und dann gehen die rein. Oh mein Gott. Ja. Dann haben wir auch alle. Perfekt. Smasher. Exterminate 10 bei Smashing Items. Ich habe es nicht sehen können. Es war zu schnell weg. Es war zu schnell weg. Wir haben die ersten 20 Level geschafft und wir würden jetzt auf die zweite Seite kommen. Hallo? Geld gegen Käse. Ja, und damit sind wir dann auch wirklich auf der zweiten Seite, so wie ich es gesagt habe. Ich dachte, hier kommt jetzt noch irgendwas, aber es kommt nichts mehr. Also ich denke mal immer, dass das dann so 20 Level sind, die dann auf einer Seite sind. Dann mache ich hier zumindest erstmal einen kleinen Cut und wir sehen die restlichen Folgen dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten Folgen sehen wir die nächsten Level so rum. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.